Die Darmkrebsvorsorge gehört heute zu den wichtigsten Vorsorgemethoden überhaupt. Die Vorsorge funktioniert so, dass die Patienten vorbereitet von zu Hause kommen. Grundsätzlich machen wir das ambulant. Die Untersuchung hat mittlerweile zum Glück ihren schlechten Ruf verloren, weil wir speziell im Hartmannspital die sanfte Koloskopie anbieten können, wo der Patient eine sogenannte Wurstigkeitsspritze erhält und wo er die Untersuchung im wahrsten Sinne des Wortes verschlaft. Die Schlafphase dauert im Schnitt circa eine Stunde inklusive Untersuchung. Der große Vorteil dieser Untersuchung ist auch, dass man während des diagnostischen Eingriffes auch einen therapeutischen Eingriff durchführen kann, wenn man nämlich Polypen findet. Und Polypen können immer einmal entarten und deswegen macht man diese ganze Vorsorge, damit man diese Polypen herausfindet und die auch gleichzeitig entfernen kann während ein und desselben Eingriffes. Unsere Endoskopie ist validiert. Wir besitzen auch ein von der österreichischen gastroenterologischen Gesellschaft verliehenes Zertifikat, dass wir das gut können und dürfen und dass unsere hygienischen Richtlinien den EU-Kriterien entsprechen. Wir sind auch in der glücklichen Lage, im Hartmannspital die höchsten Hygienekriterien überhaupt erfüllen zu können. Wir haben die modernsten Waschmaschinen. Wir sind hier vorne mit dabei. Da gibt es erst ganz wenige Einrichtungen in Wien und in Österreich, die das haben. Die Endoskope, das sind die Geräte, mit denen man in die Menschen hineinblickt, werden nach speziellen EU-weit gültigen Reinigungsverfahren bei uns gereinigt und vorbereitet, sodass die Infektionsgefahr für den Patienten wirklich gleich null ist. Im Hartmannspital können wir die medizinische Kompetenz mit der menschlichen Zuwendung vereinen und wir sind eine große Gruppe von Ärzten, die gerade in der Darmkrebsvorsorge, in der Koloskopie sehr große Erfahrung hat, sehr gute Ergebnisse vorweisen kann und eine extrem geringe Komplikationsrate. Die Darmkrebsvorsorge gehört aus meiner Sicht zu den allerwichtigsten Vorsorgemethoden. Es ist offiziell empfohlen, dass man ab 50 das machen lassen soll. International gehen die Empfehlungen aber schon ein bisschen mehr Richtung jüngerer Altersgruppen. Wenn jeder zur Vorsorgeuntersuchung geht, und das sollte wirklich jeder machen, dann ist der Dickdarmkrebs zu fast 100% verhütbar. Meine wichtigste Botschaft ist, am Dickdarmkrebs muss heute niemand mehr sterben.